1785 überqueren die Pioniere John Jeffreys und Jean-Pierre Blanchard mit einem Wasserstoffballon erstmals den Ärmelkanal. Damit sie es bis ans Ziel schaffen, müssen die beiden unterwegs sämtlichen Ballast abwerfen. Sie entledigen sich sogar der eigenen Kleidung. 4 Jahre später, 1789, finden in den Vereinigten Staaten von Amerika erstmals Präsidentschaftswahlen statt. Sieger wird der Held des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs und einer der Gründerväter der USA, George Washington. Washington wird später nicht nur der US-Hauptstadt den Namen geben, sondern ist bis heute auf der 1-Dollar-Note abgebildet. Und das geschah in Österreich. Anfang 2009 geriet der damalige dritte Nationalratspräsident Martin Graf von der FPÖ gehörig unter Druck. Bereits Grafs Bestellung ins Nationalratspräsidium im Oktober 2008 war auf heftige Kritik gestoßen, da er Mitglied bei der rechten Burschenschaft Olympia war. Auch ein großer Teil seines Mitarbeiterstabs, darunter etwa sein Büroleiter, der IT-Beauftragte und sogar Grafs Fahrer, wurde aus Mitgliedern rechter Burschenschaften rekrutiert. Rechtsradikalismusvorwürfe rund um Martin Graf stehen schon länger im Raum. Als der grüne Sozialsprecher Karl Oehlinger am 7. Jänner 2009 eine klare Distanzierung des dritten Nationalratspräsidenten von zweien seiner Mitarbeiter fordert. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten beim einschlägigen deutschen Internetversandhandel Aufruhr Artikel und Literatur mit nationalsozialistischen bzw. rassistischen Symbolen oder Inhalten bestellt. Oehlinger, für den konkreter Verdacht auf Wiederbetätigung und Verhetzung besteht, bezeichnet die erworbenen Produkte schlicht als Nazi-Dreck. Darüber hinaus wird beiden Mitarbeitern zur Last gelegt, dass sie für den rechten Jugendbund Sturmadler aktiv seien, dem Verbindungen zur Nazi-Szene nachgesagt werden. An eine Entlassung der beiden Herrschaften, wie von den Grünen gefordert, denkt Martin Graf aber keineswegs. Im Gegenteil. Noch am selben Tag verteidigt er die beiden Männer im Alter von 21 und 22 Jahren und versucht, die Vorwürfe zu entkräften. Zwar bestätigt er verschiedene Bestellungen beim Versandhandel Aufruhr, doch seien die erworbenen Artikel viel harmloser als behauptet. Der Fall sei für ihn abgeschlossen. So Graf. Die Mitarbeiter sollen bleiben. Unterstützung erhält er vom damaligen FPÖ-Generalsekretär Harald Wilimski, der sogar von grüner Bespitzelung und Stasi-Methoden spricht. Mitte Jänner verlangen Nationalratspräsidentin Barbara Brammer von der SPÖ und der zweite Nationalratspräsident Fritz Neugebauer von der ÖVP während eines klärenden Gesprächs eine klare Positionierung und Stellungnahme Grafs zu den Vorwürfen. Im Mai 2009 verlassen die beiden Mitarbeiter schließlich doch noch Grafs Büro und werden stattdessen in der Privatwirtschaft aktiv. Martin Graf bleibt bis 2013 als dritter Nationalratspräsident im Amt.